Hallo liebe Sportfanaten, willkommen zu einem neuen Vereinscheck. Und heute wollen wir euch mal zeigen, wie es um den Eishockey-Nachwuchs in Berlin bestellt ist. Und dafür möchten wir euch den ECC Preußen Berlin vorstellen. Der ECC Preußen Berlin ist Nachfolger des legendären Schlittschuhclubs. Seit knapp 10 Jahren wird hier mittlerweile Eishockey für Groß und Klein angeboten. Neben den Eisbären gehört der ECC zu den erfolgreichsten Vereinen aus Berlin. Allerdings steht bei den Preußen vor allem die Nachwuchsarbeit im Vordergrund. Das erklärt mir der Präsident vom ECC, Rainer Bormann. Seit 10 Jahren gibt es euch so ungefähr. Was ist denn in den 10 Jahren? Was habt ihr euch da genau aufgebaut? Wir haben vor allen Dingen eine tolle Nachwuchsarbeit geleistet und spielen in den Nachwuchsligen oben mit. Das ist der Grundstein des Vereins und gleichzeitig sind wir aber auch im Erwachsenenbereich erfolgreich. Wir haben zum zweiten Mal die Regionalliga gewonnen, haben uns sportlich qualifiziert für die Oberliga und werden also in der dritten Liga nächstes Jahr angreifen. Das Training beim ECC ist leistungsorientiert. In den höheren Altersklassen sollte man also schon ein paar Vorkenntnisse mitbringen. Im Kinderbereich kann allerdings jeder reinschnuppern. Und auch Mädchen sind bei den Preußen herzlich willkommen. Was sind eure zukünftigen Ziele im Verein? Ich glaube, vor allen Dingen ist ganz wichtig, dass man den Verein nachhaltig gesund aufbaut. Wirtschaftlich nachhaltig, sportlich nachhaltig. Und das fängt damit an, dass man das konsolidiert, was man aufgebaut hat, also den Nachwuchsbereich. Und wenn es wirtschaftlich möglich ist, im Erwachsenenbereich Richtung zweite Liga dann auch schielt. Übrigens, der ECC bietet auch Sledge-Eishockey an. Das ist eine inklusive Sportart, bei der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen. Die Regeln sind wie beim Eishockey, nur ist hier ein Schlitten das Fortbewegungsmittel. Eishockey, da denkt man automatisch an harte Kerle. Die Sportart ist schnell, dynamisch und geht öfter mal richtig zur Sache. Aber natürlich gehört noch viel mehr dazu. Marco Rentsch ist Trainer beim ECC. In seiner aktiven Karriere hat er mehr als 1000 Partien in den höchsten deutschen Spielklassen absolviert. Und was würdest du denn sagen, was ist die Faszination für dich im Eishockey? Ja, Faszination, wie gesagt, es ist einfach dieses Teamspiel, ne? Dieses Zusammenhalt, den du haben musst, ob es jetzt mal schlecht für die Mannschaft steht, ob es gut steht für die Mannschaft, ob irgendwo eine Rangelei ist, ein bisschen Ärger auf dem Eis, die halten halt alle zusammen im Spiel, im Training, ob verloren, ob gewonnen, das ist sehr faszinierend und natürlich Härte und Schnelligkeit. Einer für alle, alle für einen. Eishockey ist ein Teamsport, wie er im Buche steht, aber auch die Anforderungen an die einzelnen Sportler sind hoch. Kraft, Ausdauer, Taktik, alles spielt beim Eishockey eine große Rolle. Das Entscheidende ist aber die Handlungsschnelligkeit. Ich sage zu meinen Jungs immer, ein VW und ein Porsche, beide können irgendwann mal 100 fahren. Der Porsche schafft es in 3 Sekunden, der VW in 6 Sekunden. Und das ist halt das A und O im Eishockey. Ja? Die schnellen Antritte, die schnelle Reaktion. Und dann hast du den bisschen Vorsprung, den du brauchst beim Torschuss oder vor dem Gegner. Wenn man im Eishockey mal ein echter Porsche werden will, sollte man so früh wie möglich mit dem Training beginnen. Idealerweise fängt man schon im Alter von 5 Jahren mit dem Schlittschuhlaufen an. Der Rest kommt dann mit der Zeit dazu. Ja, Eishockey ist natürlich ein Sport, der sehr körperbetont ist und vor allen Dingen sehr schnell ist. Man sollte auf keinen Fall hier Berührungsängste haben, wenn man den Sport erfolgreich betreiben möchte. Und falls ihr hier eintreten möchtet in dem Verein, Monatsbeiträge, die gehen ab 30 Euro los bis 90 Euro. Ja, und falls ihr, liebe Sportfanaten, noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert haben solltet, dann tut es. Hier unten ist die Möglichkeit dazu und dann seid ihr am besten informiert, was den Berliner Sport betrifft. Das war's heute vom Vereinsschick aus der Eissporthalle P9 in Charlottenburg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.